Okay, Leute, es geht weiter bei Let's Play Dragon Ball Z Boost Fury. Ich habe offscreen jetzt trainiert. Ich habe einige meiner Fähigkeiten verbessern können und einige geile Gegenstände bekommen. Und Leute, ich habe mir überlegt, das ist das letzte Mal, dass wir Son Gohan erleben werden. Denn wenn das storytechnisch so weitergeht, wird Son Gohan gleich absorbiert und wird nicht mehr gegen Buu antreten. Und da habe ich mir gedacht, Leute, 140 ist ja wohl mal lächerlich. Ich habe ein bisschen trainiert, ich möchte ein bisschen testen und seht mal her. Bams! 180! Ich habe Son Gohan auf Level 180 gebracht. Weil, guckt euch die Werte an. Wenn man die mal vergleicht, wie lächerlich die anderen sind. Hier ist Son Gohan, Wumms. Ja, ich wollte ihn einfach mal so hochbringen, keine Ahnung. Mal gucken, was so ging. 180 war lächerlich, war unfassbar schnell. Ich habe auch einige Sachen gefunden, hier wie Turkey, was mir erstmal Energie wiedergibt und Elixiere, die mir. Ey, da ist. Elixiere, habe ich gesagt. Die mir 500 Energie wiedergeben. Super Elixiere, die mir 750 wiedergeben. Ja, und jetzt werde ich euch mal zeigen: hier Force Suit. Wenn man jetzt mal Armor of Light einsetzt, Force Suit. Super geil. Wetsuit ist zum Fischen gut geeignet. Also, Force Suit ist echt hier für so Power of Science, der Wissenschaft, echt nice, wird auch ausgerüstet. Die 2-Tonnen-Armbänder, die ordentlich beim Leveln geholfen. Oh, 100 Tonnen! Die hab ich noch gar nicht gesehen. Okay, aber ich werde die Power, die Super Gloves. Was? Make Super Saiyan last longer. Auch nice. Die werde ich ausrüsten. Die 2-Tonnen-Stiefel kommen auch weg, da habe ich neue bekommen. Ich habe zum Beispiel hier auch diese 100 Tonnen gekriegt. Was ist denn gut? Hier, Alligator. Oh, nice. So. Gokus Head bleibt natürlich. Ich habe natürlich noch andere Sachen hier bekommen, wie zum Beispiel da Expensive Eldritch Cameo. Aber, oh, Crisis Ring. When you're about to die, this ring makes you stronger. Oh, den werde ich mal ausrüsten. Und da würde ich sagen, Leute, gucken wir doch mal, was hier hinter für mich bereitsteht. Ich habe übrigens immer hier trainiert. In diesem Bereich, und ich möchte euch mal zeigen, wie stark ich geworden bin. So, na, wir gehen mal hier hin. Und Flums! Habt ihr das gesehen? Oh, er macht 10.000 normal, 13.000 Damage. Das ist abartig. Lange wird Son Gohan das Ganze nicht mehr mitmachen, weil. Ah. Buu uns ja eh absorbieren wird. Aber okay. Dende! Hey, everyone! Na, komm schon. Das kann nicht sein. Oh nein, es beginnt schon wieder. Majin Buu, was stimmt denn mit dir nicht? Let's finish this, Buu. No, not you. I want to fight the little brats. No way, you're going to fight me. I'll deal with you later, stupid boy. I have a score to settle with them first. Sorry, pal, but I'm the one making the rules around here. What's the matter, boys? Don't tell me you're scared. You were raring to go before. Ja. Jetzt fordert er es heraus. I see. For a moment there I thought you were hiding behind him. Okay, er will, dass sie fusionieren. Was hast du bedeuten? Döp, 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 döp. Er will, dass wir fusionieren. Und jetzt sehen wir da unten kommen zwei solche kleinen Schleimdinger. Buu hat alles geplant und er absorbiert Gotenks und Piccolo. Und wird eins mit ihnen zu. Oh, Super Buu, jetzt gibt's richtig Ärger. The power of Gotenks. The mind of Piccolo. Unstoppable. You monster, how could you? A good fighter knows his mental and physical limitations, but a great fighter will figure a way around them. From the moment I felt your power, I knew I was beaten. And then I thought about something. If I could absorb Piccolo and Gotenks and the powers, then no force on this boring, pathetic planet would ever stand a chance against me again. Was mir auffällt, Buu hat da schon, wenn man mal an seine Schultern guckt, den Anzug von Son Gohan an. Haha, Feder. Yes, I could have done that. Okay.
Komm schon, ich will fighten. Mal gucken, wie viel Schaden ich mache. Oh, gar nicht so. Oh. Oh, go on. Don't you see by now that you have no chance of beating me? You're disappointing everyone. Go on. Oh nein, es funktioniert nicht. Gohan hat keine Chance. Son Goku sieht es. Oh nein. Er muss etwas tun. Ich kann aber nicht gehen. Und jetzt tauscht der alte Kaioshin seine Lebenskraft mit der von Son Goku. Zack, er lebt wieder. So, Goku, mach dich auf den Weg. Es geht los. Oh, Potara-Ringe. Nice, jetzt können wir so fusionieren. Na nun aber los jetzt. Kibito, bring uns hin. Oh, lol. Jetzt sind die fusioniert. Ja, so stimmt. Das Problem ist, man kann aber nicht wieder defusionieren. Das heißt, man bleibt so. Und der Kaioshin hat sich jetzt mit Kibito fusioniert. Oh, damn. Und er muss für immer so bleiben. Is that all pitiful? You are Goku. Where did you come from? No matter, I absorbed you. Son Gohan hat die Pocharas nicht gefangen. Ups. Schnell, beeil dich. So, Son Gohan ist soweit, aber das Problem ist, Buu hat auch das gemerkt und absorbiert Son Gohan. Und jetzt ist er perfekt. Naja, beinahe. Don't take things personally, Goku. Everyone fails. So, jetzt ist nicht mehr viel da. Es sind nur noch Dende und Mr. Satan da. Aber mit wem soll er fusionieren? Aber jetzt spürt er eine Energie. Es ist Vegeta. Wie geil ist das denn? So, Uranai Baba hat Vegeta zurückgeholt. Und jetzt kämpfen die beiden zusammen gegen Buu. Aber die werden jetzt fusionieren. Voll geil. Oh, geht das wieder mürrisch. Ah, go back to defeat Super Buu. Ja, das ist gar kein Problem. So, müssen wir dich mal eben ausrüsten. Können wir die Sachen, die können wir gar nicht ausstatten. Gokus Head mal eben. So. Bin ich denn jetzt überhaupt? Ach, hier bin ich jetzt wieder. Okay, dann nehmen wir doch uns doch mal eben die paar Sekunden Zeit und klatschen mal eben die Gegner hier. Um wenigstens kurz ein bisschen aufzustocken. Ja, ein bisschen leveln kann auch, muss auch sein. Ich würde sagen, so ein paar Level. Bis 112. Dann kann ich euch mal zeigen, wie ich das gemacht habe. Ich bin einfach hier lang gegangen. Immer hin und her. Immer hin und her. Und habe die Gegner hier platt gemacht. Ja, das ist jetzt nicht die große Schwierigkeit. Die sind relativ simpel. Aber ich werde jetzt noch mal eben testen. Ich habe ja diese total geile 100-Tonnen-Dinger gekriegt, ne? Ah, die kann ich erst auf 130 ausrüsten. Oh nein. Was ist das denn? Das sieht aus wie Handschuhe. Gleich mal gucken. Power Gauntlets. Gauntlets. Glowing with energy. Hoho. Nice. Okay, komm, jetzt gehen wir einmal zurück und dann gehen wir zu Super Buu. Das dauert mir sonst zu lange. Ich wollte euch eigentlich nur eben. Yay, blablabla. Nur eben zeigen, wie cool das ablaufen kann mit Gohan. Wie krass stark der dann einfach ist. So, Level up, das reicht. 20 Punkte, die investieren wir mal eben in das End. Alle. Ja, die investiere ich alle in das End rein. So. Kann ich etwas Neues ausstatten? Das senkt alles meine Energie so ein bisschen. Ja, und dafür brauche ich 139, da bin ich viel zu schlecht für. Na gut, okay. Reflective Gloves. Dann nehme ich die Leder. Dirty Darby.
Über die Alligator-Schuhe und das Goku-Head bleibt. Gut. Kümmern wir uns um Super Buu. Ah! Was zum Teufel? Was soll das denn? Hallo, wo ist Super Buu denn? Super Buu, wo bist du? Hä? Ach, hier links fällt weiter. Ach so, what the fuck? Och nö, nicht die Viecher. Oh Gott, jetzt muss ich hier noch wirklich lang rennen. Und Son Goku kann erst durch auf Level 140. Ja, oh Gott, Entschuldigung. Oh, jetzt muss ich auch noch trainieren. Na gut, komm. 2 Tonnen. So. Gut, dann erlebt ihr das live mit. Das kann auch schön sein. Ist natürlich urlangsam. Dadurch, dass wir diese Dinger tragen. Aber das macht nichts. Dadurch bekommen wir natürlich Fetterfahrungen dazu. Und gegen die Viecher ist das nicht schwer. Gegen die hier schon eher, aber ihr seht, das klappt auch so. 120 sind wir mittlerweile. Na gut. Ich würde jetzt aber sagen, sollen wir mal so eine Kleinigkeit ausprobieren. Ich werde jetzt mal eben offscreen die Framerate auf 200% stellen. Nur um zu gucken, wie das so klappt. So. Das machen wir jetzt nur fürs Training eben, damit das ja sonst. Das ist ja sonst eklig, wenn du rennst. Ich hoffe, das klappt auch. So, solange ich nicht von den Typen erledigt werde, ist das alles okay. Das ist ja geil, einfach weil es draufgehauen. So, Power ein bisschen hoch. Und der Rest geht auf die Stärke und aufs End. Ich habe mittlerweile die Überlegung, dass End irgendwie sowas wie Ausdauer ist. Weil das so unglaublich gut funktioniert. Und jetzt noch einmal kurz gucken. Die 100 Tonnen, welches Level haben die? 130, alles klar. Also 130 muss ich erreichen, dann kann ich die 100 Tonnen aufsetzen. Also natürlich, muss natürlich aufpassen hier bei 200%. Instant Transmission Level 3. Ah ja. Danke. Muss natürlich gucken, nicht dass ich wegen dem Speed hier noch sterbe. Das versuche ich. Gerade bei den Viechern ist das schwierig, weil die so schnell sind. Bei denen ist das ja eigentlich gar kein Problem. Die können wir so wegmoschen. So. 28. Wir können wieder was investieren. Ich investiere mal alles in Power. So. Oh, ein bisschen Punkte. Nachher können wir es von Goku nämlich auch super mit den Gegenständen ausrüsten, die wir gefunden haben. Aber, oh, danke schön, was zu essen. Er soll erstmal, da bin ich jetzt echt mal gespannt, was diese. So. Diese 100 Tonnen ausmachen. 2 Tonnen weg. 100 Tonnen. Speed geht enorm runter. Und da brauche ich 131 für. Voll langsam. Aber. Boah, macht sich das bezahlt. Habt ihr die Erfahrung gesehen? Boah, guckt euch das an. Fast noch ein Level. Okay, sofort die 100 Tonnen Schuhe ausrüsten. Mein Speed ist jetzt auf 10. Oh, guck mal. Oh, ja, gar nicht, wie langsam ich bin. Boah, ist das schlimm. Aber sofort Level ab. Selbst auf 200% bin ich so langsam. Das ist krass. Das müssen wir uns gleich bei 100% angucken. Danke. Aber immerhin können wir so ordentlich. Boah. Schneller, Son Goku, du lahme Sau. Wir müssen mindestens das Level 140 erreichen. Das machen wir auf jeden Fall noch eben. Und mit 140 gehen wir dann auch da rein. Bleib stehen! Ich komme ihm nicht hinterher. Ich bin zu langsam. Piu, 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 piu.
Du bleib mal stehen hier, du. Alter, der macht ja hier den Wettrenner, du. Aber das Leveln muss man ja wohl sagen, wenn das nicht unbedingt gegen die Viecher ist hier. Ist das ganz. Jetzt hau endlich ab. Ist das ganz angenehm? Der Speed von 10 ist ja mal abartig. Bin zur Goku. Ja, wenigstens rennen tut er noch einigermaßen. Okay, wir haben es gleich geschafft. Leute, dann geht der Part auch angemessen und normal weiter. So, das ist Level 138. Oh, da liegt ein Cape. Das nehmen wir uns mit. Der ist Level 139 und Level 140 kommt jetzt auch noch. Ey! Du alte Sau! So, damit haben wir auch Level 140 erreicht. Jetzt machen wir mal eben die Framerate wieder runter. So, ich bin mal gespannt. Oh, Chris Mann, ey! Wie langsam er ist! Ich bin zu langsam! Ich schaff's nicht mehr! Wegen Dinger, lass ich noch ausgerüstet. Oh, ist das grausig! Zumindest gegen die hier. Ah! Yay! Jetzt rüsten wir mal ganz schnell um. Das kann ja keiner ertragen. Gut. Ja, das kann ich ändern. Der Full Suit kann er auch tragen. Nice. Gut. 100 Tonnen werden auch geändert. Diese, oh ja, die Power-Dinger. Diese 100 Tonnen, na, dieselbe Dinger sind zu schlecht. Alligator und Gokus Kappe bleibt erhalten. So, jetzt geht's weiter. Mal gucken hier. Na, mein Freund. Hau ab. Juhu, Elixier. Einmal safen. Vegeta lassen wir mal so, wie er ist. Are you sure you're ready to confront Majin Buu? Nein, ich habe Angst. Doch klar bin ich bereit. Mein Gott, geh da rein jetzt. Ich glaube, ich spinne. Ich habe auch gespeichert. Da fragt er mich nochmal nach. Chapter 10. Fusion. Okay, Leute. Es geht los. It's you. I fought you before. Try me. Cool it, Vegeta. Ja. Enough talking with ants now. You're now playing as Goku. Was soll das denn jetzt? Was soll das? Wo ist er denn? Ah, da ist er ja. Müssen wir jetzt ausweichen? Boah! Der haut mich instant tot. Da müssen wir uns mal eben aufheilen. Was soll denn das? Was muss der denn machen? Wie geht er? Sag mal was. Ach, wahrscheinlich hier. Ich habe verstanden. So, da unten und wie geht er? Ich kann ihn verprügeln. Hat jetzt was gebracht? Don't do this, Vegeta. Ich brauche deine Hilfe nicht. Jetzt ist es sauer. Ah, ich habe aber den Trick, die Methode verstanden. Ja, feuer du nur ab. Das war doof. Er hat mich erwischt. Ich bin tot. Und wir sind zum ersten Mal. Sehen wir den Game Over Screen? Was ist denn jetzt? Hallo? Hallo?
Ich speede mal eben. Da passiert nichts. Egal, was ich drücke, es passiert nichts. Was ist denn jetzt los? Hallo? Na, ich schneide mal kurz. Wir müssen mal eben gucken, was das ist.